Über Nairobi geht es weiter am Kilimandscharo vorbei in Richtung Sansibar. Und aus der Luft entdecken wir rein zufällig Jumbe Island, eines unserer Ziele. Und hier direkt am Indischen Ozean wohnen wir. Das Erste, was wir von uns werfen, sind die dampfenden Wanderschuhe. Sie haben auf dieser Reise ausgedient. Die Koffer sind verstaut, das Zimmer ist begutachtet, die Klimaanlage surrt und dann beschließen wir, die Küche unserer Bleibe zu testen. Der Wein schmeckt schon mal gut. Nach der Stärkung besuchen wir den tropischen Garten, der zum Hotel gehört. Genau wie die persischen Bäder. Heute nur noch Ruinen, aber danach wurde das Hotel benannt. Einer der Gründe, warum wir dieses Hotel gewählt haben, ist der Umstand, dass es von hier, und zwar nur von hier, nach Jumbe Island geht. Dazu gibt es einen Landungssteg, den wir wegen der Ebbe leider nicht nutzen können. So waden wir durchs Wasser und ich hoffe, dass am Ende wenigstens der Kopf noch aus dem Wasser ragt. Natürlich nur wegen der Technik. Wir schaffen es. Zwar nicht ganz trocken, aber die Technik ist sicher. Und dann starten wir. Circa 8 Kilometer bis nach Jumbe Island. Jahrelang überlegt, geplant und verschoben. Aber jetzt ist es endlich soweit. Unser Traum in greifbarer Nähe. Jumbe, eine tiefschwarze Koralleninsel, vor tausenden von Jahren aus dem Wasser gestiegen, vor 100 Jahren noch Telegrafenstation, und jetzt seit 40 Jahren ein Umwelt- und Forschungsprojekt in privater Hand. Begrüßt werden wir von J2. Er ist unser guter Geist und damit auch für uns verantwortlich. Er bestimmt mehr oder weniger den Tagesablauf. Ja, eigentlich wusste ich gar nicht, dass wir so etwas wie einen Plan auf der Insel haben. Dann kann es auch schon losgehen. Unser Inselabenteuer. Auf Jumbe gibt es weder Wasser noch Strom. Kein Zivilisationslärm. Das wenige, was wir zum Überleben brauchen, wird von Sansibar mitgebracht. Unser Reisegepäck fällt ebenfalls mager aus. Ein paar Sachen zum Wechseln, Badeschuhe und Zahnbürste. Mehr nicht. Bevor wir unseren Bambus-Bungalow betreten, müssen die Füße von Sand befreit werden. Dann erst geht es hinein. Unser Bungalow ist der 7. und somit letzte in einer Bucht. Wir wissen auch schon, wo wir im Haupthaus, und zwar immer wenn wir wollen, unseren Kaffee bekommen können. Unser Plan für heute. Langeweile kommt nie auf. Ja, jetzt hinlegen. Wie wir feststellen, sind wir die einzigen Gäste. Aber wirklich allein sind wir nicht.
Mit uns hausen zigtausende von Hermitkrebs, also Taschenkrebsen auf der Insel. Im Dunkeln kann dies zu einem echten Hindernislauf werden, und zwar für alle Beteiligten. J2 holt uns ab, denn er plant eine Wanderung im Waldreservat quer über die Insel. Lange wird diese wohl nicht dauern, da Jumbe nur 1,4 Kilometer lang und 400 Meter breit ist. Alles schaut sehr trocken aus, was bei 700 Milliliter Niederschlag pro Jahr auch nicht wundert. Der Baobab, zu Deutsch Lebensbaum, kann in seinem mächtigen Stamm das Wasser speichern. But the very clever termites, because if you're going to break, for example, over here, for if you're going to break them, you'll see them. I think now they're on the top. They are on the long way up. But mostly they have to move inside of the tunnel. Uh-huh. And they have to build this tunnel for having their own protection. This tree here, which you can see. So this is called Zanzibar and Shugada. Alle Pflanzen auf der Insel sind mehr oder weniger endemisch und somit an die trockene Umgebung gewöhnt. Ein kleines Riff. Herunterklettern geht momentan nicht. Wir haben zurzeit Flut. 3 Meter Tiefe. Der weithin sichtbare Leuchtturm wurde 1904 vom Sultan von Sansibar erbaut. Wenn man die 131 Stufen nach oben schafft, wird man mit einem atemberaubenden Blick über das türkisblaue Meer belohnt. Hallo. Wir waren oben. Nach der Wanderung geht es wieder zurück zum Bungalow. Im Slalom umlaufen wir unsere Krabbenkolonie. Und dann geht es bis zum Sonnenuntergang recht schnell. Im Haupthaus wird das köstliche Mahl serviert. Alles im Kerzenschein. Eine unglaubliche Stimmung. Das Meer rauscht im Hintergrund und Millionen Sterne leuchten am Himmel. Jumbo. Später zücken wir die Taschenlampen. Ohne sie hätten wir wohl die einsame Rotaugenkrabbe kaum entdeckt. Der Plan für heute. Zuerst umrunden wir die Insel, zurzeit haben wir Ebbe und am Nachmittag wird im Korallenriff geschnorchelt. Gefrühstückt wird im Haupthaus in einer aufs Meer schauenden Nische. Das Frühstück ist so lecker und wir verdrücken bergeweise frisches Obst.
Das Haupthaus, gebaut aus Bambusstangen und Ästen, ist so konstruiert, dass von allen Seiten der Wind durchgehen kann. Und somit ist trotz der Hitze immer eine angenehme Temperatur vorhanden. Wir starten mit der Umrundung der Insel. J2 meint, wir sollten keine Zeit verlieren, denn das Wasser kommt bald zurück. Hier klebt eine Auster an der anderen. Bei Ebbe sind die Schalen geschlossen und sie öffnen sich erst wieder bei der Flut. Heerscharen von Rotaugenkrabben bevölkern das Korallenriff. Und da ihnen hier keine Gefahr droht, können wir ganz nah bei den Tieren sein. Die rote Farbe ist so leuchtend, dass doch jeder Fressfeind auf sie aufmerksam werden müsste. Wassernachschub von Sansibar. Das Wasser dient nur zum Kochen und zum Trinken. Geduscht wird nur mit aufbereitetem Brauchwasser. Der Wind pfeift ganz schön und ich muss aufpassen, dass mein Sonnenhut nicht wieder davonfliegt. Das ist leider schon passiert. Aber den Hut braucht man bei dieser intensiven Sonneneinstrahlung unbedingt. Die Kolonien der Geisterkrabben sind ebenfalls kaum zu übersehen. Auf meine Frage, ob man diese auch essen kann, bekomme ich nur strafende Blicke.
Hier wandert nichts in den Kochtopf. Ein besonders schönes Exemplar von einem Seestern. Schön, dass wir den noch entdeckt haben. Lange dürfen wir aber nicht mehr bleiben. Jeju drängt zur Eile und wir haben noch ein Stück vor uns. Leider bleiben wir immer an jeder Ecke stehen, da es so viele Tiere zu entdecken gibt. Die vielen Muscheln darf ich auch nicht mitnehmen. Alles bleibt auf der Insel. Nun, da muss ich mir eben eine andere List ausdenken. Eine Muschel muss mindestens mit. Es ist unser erstes Mal, dass wir die Gelegenheit haben zu schnorcheln. Mit dem Mundstück habe ich so meine Bedenken. Hoffentlich bekomme ich auch genug Luft. Leider habe ich mich dermaßen im Mundstück verbissen, was dem Zahnfleisch gar nicht gefallen hat. Mit dem Boot geht es raus. Circa 200 Meter entfernt liegt unterm Wasser das Korallenriff in circa 3 Meter Tiefe. Die vielen verschiedenen Korallen und die bunten Fische sind eine ganz andere Welt. Hoffentlich können sie den Klimawandel überstehen. Es mag wohl wie Schiffbrüchige auf dem Meer ausschauen, ist es aber nicht. Das sind wir. Zum Glück bleiben solche Bilder Jacques Cousteau erspart. Wohl die wenigsten Menschen haben eine Ahnung, wie anstrengend es ist, 1 bis 2 Stunden zu schnorcheln und das trotz Schwimmweste. Ermüdet klettern wir über die Leiter ins Boot zurück und fühlen uns total geschafft. Zurück in unseren schönen Bambus-Bungalow, welcher nur aus hier vorkommenden und natürlichen Materialien gebaut ist. Gewohnt wird unten und da ist auch das Bad mit Öko-Klo. Oben wird geschlafen und dort kann man auch auf Wunsch die aus Matten geflochtenen Klappwände herunterlassen. Man hat vom Bett aus nicht nur den weiten Blick auf den Indischen Ozean,
sondern durch die luftige Bauweise auch stets eine angenehme Seebrise unterm Dach. Vorausgesetzt, es weht Wind. Tags hatten wir ihm zu Genüge, aber leider zu wenig in der Nacht. Schnorcheln macht nicht nur schlapp, sondern auch ganz ordentlich hungrig. Da es unser letzter Abend ist, hat man sich wirklich viel Mühe gegeben, uns zu überraschen. In mit Sand gefüllten Tüten brennen Kerzen und dann noch so viele. Der Weg führt an unseren Tisch. Da fehlen uns wirklich die Worte. Thank you so much. Nach dem Mahl schleichen wir mit Solartaschenlampen bewaffnet durch den Urwald. Beleuchtung gibt es keine, da nachtaktive oder brütende Tiere nicht gestört werden sollen. Wir sind auf der Suche nach der größten Landkrabbe, der Coconut Crab, auch Palmendieb genannt. Nachts kommen sie aus ihren Verstecken und plündern die Kokosnüsse auf den Palmen. Nur so würde man vermutlich keine zu Gesicht bekommen. Deshalb werden sie in der Nähe des Haupthauses angefüttert. Die Exemplare, die wir gesichtet haben, waren sehr groß. Durchmesser 60 cm und ca. 25 Jahre alt. You can see the feeling that something is coming, eh? Yeah. And is what I told you yesterday that when they want to hatch the eggs, they have to go direct to the sea, hm? Mm-hmm. And they have to drop, they have to rely those eggs for a few days. And a few days you can able to see some baby coconut crab, which they have to come back again on the land to look for the new house, for the new life. Bye-bye, guy. Thank you. Have a nice sleep. Sleep well. Yes. Yo, okay. Yo. No, the last leg on the over there. That yeah, is small. Yeah, yeah. That is only small legs because they have to have a small legs for pushing when they. Ah. And now so they are it protected. Has already forbidden. Mm-hmm. Yes. So it has already forbidden. So now they are really. They are well. They are well protected. You can see hermit crab because hermit crab they mostly carrying the shell. But coconut crab they are not carrying the shell and instead of. Und jetzt müssen wir flüstern, Lampen aus. J2 zeigt uns noch den Schlafplatz des African Kingfishers, verwandt mit unserem europäischen Eisvogel. Ist doch herrlich, oder? Lauter Krabben mit Häuschen. Ich will keine zertreten. Es heißt Abschied nehmen. 48 Stunden Inselleben auf Jumbe. Weit weg von allem, was wir angeblich meinen zu brauchen. Oft völlig unnötige Dinge. Vermisst haben wir hier rein gar nichts. Und was wir erst viel später merken, ist, dass Jumbe uns irgendwie verändert hat.
Nach einer Stunde Überfahrt sind wir auch schon wieder auf Sansibar. Eine gepflegte Dusche mit anschließender Föhnfrisur und es geht ab nach Stone Town. Der Shuttlefahrer Ali vom Hotel bringt uns bis zum Hafen. Das Hotel befindet sich 10 Kilometer von Stone Town entfernt. Wir wollen entdecken, was sich in den letzten 5 Jahren nach unserem ersten Besuch verändert hat. Vor Beginn steuern wir unser damaliges Stammlokal, das Archipelago, an. Zu unserem Entsetzen befindet es sich nicht mehr auf der Terrasse, sondern gleich neben einer lärmenden kleinen Dauwerft. Und der Thunfisch ist auch nicht mehr das Wahre. Aber eigentlich sollte man diesen wegen Überfischung schon gar nicht mehr essen. Nun gut, dann schlendern wir am House of Surrender, dem ersten Haus Sansibars, welches über Elektrizität verfügte, vorbei. Was hat sich in Stone Town verändert? Irgendwie sieht alles aufgeräumter und sauberer aus. Obwohl Tansania alles andere als muslimisch ist, so ist es auf Sansibar anders. Grund für die 95% Muslime, die hier leben, war der von Arabern betriebene Sklavenhandel. Durch sie wurde die Religion auf die Insel mitgebracht. Kleine Obsthändler sind verschwunden. Dafür entdecken wir viel Künstlerisches aus bunten Stoffen. Wir suchen etwas für uns noch Unbekanntes, The House of Spices. Vielleicht haben wir das beim ersten Mal übersehen. Dieses Gehaus gehörte früher einem reichen Gewürzhändler. Alle Gewürze wurden hier sortiert und getrocknet, bevor sie auf die Reise nach Europa gingen. Das Haus ist über 200 Jahre alt, gut in Schuss und trägt immer noch das romantische Ambiente eines echten alten arabischen Stadthauses. Genießen werden wir dies bei einem Kardamom-Kaffee auf luftiger Terrasse hoch oben auf dem Spice House. Entlang vieler Geschäfte mit afrikanischem Kunsthandwerk geht es schnurstracks zum großen Bazar von Stone Town. Zuerst geht es am Fleisch- und Fischmarkt vorbei. Da bin ich sehr schnell, denn die Hitze und die Gerüche zusammen ergeben einen umwerfenden Duft. Mr. Bananaman, 5 Jahre zuvor an der gleichen Stelle.
in der gleichen Position und gleicher Gesichtsausdruck. Man fragt sich, ob er jemals die Position geändert hat. This is for the rice. For the rice. Nein. Wir tauchen in den Duft der Gewürze ein. Und da kann wirklich keiner widerstehen. Zehn Limetten für daheim wechseln den Besitzer. Hoffentlich kommen sie noch genießbar zu Hause an. Zuckerrohrsaft mit Zitronen. Des Geschmacks wegen werden hier hergestellt. Das Risiko des Probierens gehen wir nicht ein. Die berühmten uralten Türen von Sansibar. Im Fojane-Park warten wir auf Ali. Er bringt uns wieder zurück zum Hotel und am späten Nachmittag treffen wir auch dort ein. Fußball auf Maasai-Art. Es geht auch ohne Leder, wie man sieht. Wir schauen der Sansibar-WM noch eine Zeit lang zu und dann planen wir den Ausflug zu den Gewürzplantagen, für die Sansibar bekannt ist. Allen voran den Gewürznelken. Wir starten im Muskatnusswald. Die Schatten der Bäume sind für uns überlebenswichtig bei 33 Grad und hoher Luftfeuchte. Aber dieses Klima ist nun mal für die Nuss wichtig. Als wir dann noch die Dorfschule passieren, sprengen wir unfreiwillig den Unterricht. Das Geschrei lässt erahnen, der Stundenplan ist für heute futsch. Das war's mit dem schattigen Wald. Bei sengender Hitze spazieren wir durch Maniokfelder. Maniok, das ist eine kartoffelartige Knolle, die in der Erde wächst und sich somit uns auch nicht offenbart. Das Ausbuddeln lehnen wir ab und dann entdecken wir auch schon Limettenbäume. Die spenden nicht nur Schatten, sondern auch zwei Früchte, die ich mitnehme. Zu unserem Gewürzprofessor gehört ein weiterer Begleiter, den wir noch nicht kennen. Nach einiger Zeit entpuppt er sich als Architekt im Blätterfalten. Zuerst erklettert man eine Palme, schlage einen großen Wedel herunter und trenne die einzelnen Blätter ab. Dann beginnt man mit der interessanten Technik des Flechtens der Blätter. Dies hier wird eine Tasche. Tage später trocknet sie daheim auf unserem Balkon. It's your handbag. Mit meiner neuen Armani-Tasche, auf biologische Art hergestellt, geht es weiter. Unter einem riesigen Akazienbaum mit Monster-Kletterpflanzen gibt es Schatten.
Unser Architekt beginnt auch sofort mit neuer Arbeit. Diesmal ist es eine Blätterkrone für Klaus. Oder ist es vielleicht doch ein Sonnenhut mit eingebauter Antenne? So viel Kunstfertigkeit muss gefilmt werden. Zumal die meisten Kreationen im Laufen gebastelt wurden. Gut, also du hast was? Ich habe eine Nelke, das ist die Blüte von der Nelke. Und nachdem sie geblüht hat, wird sie getrocknet. Gut. Ja. Der Malen und der Trocken. Pfeffer. Pfeffer? Schärf. Das ist Pfeffer. Schärf, schärf. Wächst nach unten wie eine Schneepflanze und muss auch noch reifen und trocknen. Die Zitronengrasbüsche könnten auch mal Regen vertragen. Hier eine unreife Chilifrucht. Hat jemand gewusst, wie Kochbananen wachsen? Dieser grüne Igel ist eine noch unreife Durea, also eine Jackfruit. Und die stinkt. Nach 3 Stunden haben wir alles erschnüffelt, Muskatnüsse geschält, Kurkuma-Wurzeln ausgegraben und Zimtblätter mit der Rinde des Baumes verglichen. Aber jetzt sind wir fertig. Mit der Natur, mit der Hitze und auch mit uns selbst. Hallo, euer Deutsch hier. Hallo, Musungu. I want to climb also. Nun entdecken wir noch eine Live-Show. Vom Monkey Man haben wir noch nie etwas gehört. Lassen wir uns mal überraschen. Annette wird gerade zum Affen gemacht. Hallo Afrika!
And you qualify the performance. the financial statement. I was in Oh my God! This is so close to giving. You think it's free of charge? Yo! Yo! Thank you so much. Thank you. Hey, don't I have to sell that? They have to sell that. Normalerweise haben wir immer genügend Wasser dabei. Heute leider vergessen. Wir fragen nicht, ob die Kokosnüsse auch für uns bestimmt sind. Wir fallen wie dürstende Geier über das köstliche Nass her. Die Zeit, die wir bei unseren Traumzielen verbracht haben, ist leider viel zu schnell zu Ende. Eigentlich wollten wir nicht mehr so weite Länder bereisen. Und die Wärme kann manchmal schon ziemlich belastend sein. Aber unter einem Ventilator braucht man selbst in Afrika einen Schal. In diesem Sinne planen wir weiter. Und wir haben noch viele Ziele. Nicht weniger warm.